Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Die Leute, die diese Sendung regelmässig schauen, wissen, sie sind wieder da. Sie sind zurück von Äthiopien. Jawohl, ja. Und eine erlebnisreiche Reich mit vielen emotionalen Belastungen und hygienischen Belastungen. Hygienische? Ja, es ist sehr weit und hygienisch. Ja. Oder? Man sieht, das Land, das ist so gross wie Frankreich und Deutschland zusammen. 70 Millionen Einwohner, 80% leben auf dem Land, sind Bauern. Und da gibt es noch kein WC. Die haben auch kein Badzimmer. Die haben den grössten Teil kein Wasser. Die laufen kilometerweise, gehen irgendeinem Loch Wasser holen und tragen es heim. Und zwar die Frauen. Die Frauen tragen alles. Die Frauen tragen auf der Straße Bolzengrad, kleinere Sachen auf dem Kopf, Holz, so 4 Meter lange Holzstecken auf dem Rücken. Dann müssen sie das Korn bringen zum Malen und heimtragen. Also, das ist schon bewundernswert. Und was hat denn der Mann für eine Rolle dort? Der Mann, der geht vor allem mit dem Eselfuhrwerk. Der hockt auf dem Wagen oben und dem Eselfuhrwerk. Der hat die grösseren Burdenen, oder? Und lange Stangen. Die haben ja alles, wenn man nur Holz hat, also wenn die ein Haus bauen, da ist alles nur Stangen. Die tragen die heim, das ist alles Eukalyptus. Ihr Hauptholz ist Eukalyptus. Und auf dem Feld pflügen. Das ist eine sau strenge Arbeit, pflügen. Die haben noch biblische Verhältnisse. Die haben Ochsen und dann einen Eischarenpflug. Mit dem Stecken lang, wo man ja muss weisen und tief einstellen während der Fahrt. Und dann mit der anderen noch die Ochsen durch die Dinge jagen. Und unmögliche Landverhältnisse. Das ist alles verrückt. Wenn die Politik etwas Falsches macht, ein ganzes Volk darunter leidet. Die haben ja, die kommen ursprünglich aus dem Kaiserreich, oder? Das war der letzte gewesen. Und dann hat es natürlich Grossgrundbesitz gegeben. Und dann ist ein Kommunist gekommen. Dann hat er gesagt, das ist einfach gut gemeint, jetzt tun wir das ganze Land verstaatlichen. Es gibt kein Privateigentum mehr. Und wir geben aber zum Nutzungsrecht der Bauernfamilienfläche. Und das ist nachher auch, der Kommunismus ist ja dann im 91 gestorben. Also gestorben sind, das ist ja immer, gestorben werden immer die führenden Leute ermordet. Es gab eine neue Ordnung, gegeben, das ist die jetzige. Und die hat das nicht geändert. Und die Familie kann kein Land oder Nutzungsrecht kaufen oder verkaufen. Das ist verboten. Aber sie kann es vererben. Und wenn sie es vererben, kommt jeder in der Familie gleich viel über. Die haben 5 bis 6 Kinder. Jetzt wollen wir klar sein. Nehmen wir mal an, es hat einer 10 Hektare Nutzungsrecht gehabt. Das ist ein Grossbetrieb also für Äthiopien. Er hat 5 Kinder. Dann muss Vater und Mutter sind gestorben. Dann kommt jeder 2 Hektare über. Dort hat jeder wieder 5 Kinder. Dann werden die 2 Hektare, die jeder überkommt, wieder in 5 teilt. Am Schluss sind es noch ein paar Quadratmeter. Und da kann man ja den Boden nicht bewirtschaften. Das ist ja fast nicht möglich, oder? Und darum sind die Leute, die sind arm. Also ich glaube nicht, dass sie Hunger haben. Auf dem Land ist ja immer die Armut weniger bedrückend, weil da jetzt Pflanzen, die man essen kann, obwohl es noch Gras und Blätter und Wildnis. Also man hat das Gefühl, die essen, aber die Kinder und die Erwachsenen sind natürlich sehr dreckig. Wie ist denn eigentlich die Rolle von Ihnen jetzt, sagen Sie mal, als Reisende oder Tourist? Da stehen Sie neben und schauen da zu, oder? Ja, ja, wir waren jetzt eine grössere Gruppe, also eine grosse, wir waren 7. Das Beste ist natürlich, wenn man allein geht, dann kann man das Programm selber bestimmen. Aha. Also ich würde am liebsten einen halben Tag einfach in ein Dorf hier. Und das haben Sie nicht machen? Nein, nicht so lange, weil Sie sagen dann, ja, das ist ein Markt und ja, wie lange nehmen wir Zeit? 3/4 Stunde. Und wenn die das gesehen haben, sind die zufrieden. Ich will stundenlang dort sein und die Leute beobachten und so weiter. Also das war jetzt ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber ich habe es schon gesehen. Also, und
Meine Frau war schon dabei. Für uns ist es natürlich schwieriger, von den hygienischen oder auch in den guten Hotels, die funktionieren. Also ein gutes Hotel in Äthiopien, wie ja, ist der Vergleich bei der Schweiz? Ja, ein Stern? Ja. Also nein, die guten Hotels haben ein Zimmer mit pro forma, eine Toilette und ein Bad. Aber es funktioniert in der Regel nicht. Kommt kein Wasser im WC oder es überläuft oder wenn du duschst, haben sie da oben eine Dusche und eine Bruse und dann kommt es auf beiden Seiten, wir meinen, der heiß und kalt. Ja, wenn das halt so ist. Jetzt für uns Männer, die Militärdienst gemacht haben, ist ja das alles ein bisschen erträglich. Kannst du ja auch waschen mit einem Brünneli mit Kaltwasser und so, wenn du nicht jeden Tag duschst. Aber für die Frauen ist natürlich schon eine Belastung. Und da muss man halt dann vielleicht gescheiter als im Hotel in der Kabuz WC. Geht man halt im Busch oder auf der Fahrt, man muss halt in den Wald raus, wie die Einheimischen ja auch gehen, oder? Wenn man jetzt so schaut, eben, Sie sind jetzt im Iran, da war auch noch vor wenigen Monaten, dann sind Sie in Nordkorea, Indien sind Sie, Südamerika sind Sie. Wenn Sie so eine persönliche Rangliste machen, wo ist jetzt Äthiopien? Ja, es ist natürlich, also es ist auf jeden Fall ein anderes Land, Sie wollen auch keine Afrikaner sein. Also Sie sind anders als das. Ist es anders wieder? Dass Sie sich vor 3 Wochen sich vorgestellt haben? Oder? Ja, es ist anders. Es ist weniger afrikanisch. Und es ist aber auch nicht asiatisch. Sie haben ja interessanterweise, ist ja, die Mehrheit ist ja christlich, aber orthodox. Aber nicht russisch-orthodox und auch nicht griechisch-orthodox, sondern sie haben eine eigene äthiopisch-orthodoxe Kirche. Ja, interessant, oder? Und sind sehr fromm. Also die sind dann fromm. Die gehen viel in die Kirche und sie haben ähnlich wie die Moslems, die haben ja dann auch noch Moslem, sie rufen auch am Morgen vom Kirchenturm alle 3 Stunden ihre Botschaften. Ein bisschen weniger wüst als Moslems, sie blären nicht so, aber auch nicht schön. Also, es ist nicht ein schöner Gesang. Aber wenn man da im Bett liegt, in Ding ist das gewesen, in Addis Abeba, morgen um 5 Uhr, denke, was ist ja das, dann gehört da gehörst du beide, oder? Also der Christlich unter anderem. Und sie leben ganz friedlich zusammen. Es ist überhaupt ein friedliches Volk. Aber die Religiosität ist auch beeindruckend. Erstens, am Sonntag, wenn die in die Kirche gehen, sie gehen aber auch am Weg, da sieht man es auch manchmal, immer schön angelegt, super angelegt. Frauen farbige Röcke und weiße Tücher über den Kopf und über die Schultern. Und Tausende, die hier auf der Straße laufen, in aller Ruhe. Und am letzten Sonntag, also wo wir Ostern hatten, haben sie Palmsonntag. Das ist eigentlich fast ihr Hauptfest. Sind wir hier in die Kirche gegangen. Das hat am Morgen um 8 Uhr angefangen, bis um 12 Uhr, 4 Stunden. Und die sind nicht drinnen, sondern draußen, weil die haben ja gar keinen Platz drinnen. Da ist dann mit Lautsprecher, oder? Ich habe leider den Text nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das für ein Sermon war. Also, so unser Vater ist auch vorgekommen, das hat man gemerkt. Und auch sonst, das war eine Liturgie, die abgestimmt ist. Die Leute konnten ja manchmal mitreden oder antworten und so. Aber die sind ruhig gestanden, möglichst nicht. Und sie auch, oder? Obwohl sie nicht verstanden haben, oder? Ja, uns haben sie Bänkchen angestellt. Wir besuchen Freunde hier aus Europa, wir haben Bänkchen bekommen, wir können absitzen. Und dann gibt es auch jeden dort so einen Palmenwedel. Am Palmsonntag haben sie da vor sich, verschenken dann an einzelne Blätter, dann machen sie so, Flechten und Kreuzfiguren. Also das ist eindrücklich. Und es ist ein ganz friedliches Volk und hat einen anderen Charakter als die Afrikaner. Sie sind ja fleissig. Aber wenn so ein Bauer von morgen bis zum Abend fleissig ist in so einer Struktur, das nützt nichts, oder? Das nützt nichts. Das ist ein grosser Frust, oder? Ja, das ist unglaublich. Aber sie haben auch keine Kraft zum Senden. Oder? Da merkt man. Wobei die Landschaft ist natürlich sehr unpolitisch. Also die Wahlen muss haben. Sie haben pro forma Wahlen. Aber die regierende Partei hat etwa 480 Sitz von 500. Also, das ist mehr so Opposition pro forma. Aber wo er neu gekommen ist, da
der Staatschef nach dem Kommunismus hat gesagt, jawohl, Meinungsvielfalt und wir brauchen Opposition und hat die Opposition zugelassen. Und die Wahlen vorbei waren, hat er alle Oppositionsführer verhaftet und gesagt, sie hätten gegen den Staat agitiert. Oder das ist ja noch kein... Auf dem Land haben auch die Leute grosse Erinnerungen, haben sie lassen. Aber dort ist natürlich, die haben zufällig erfahren, dass er nicht mehr da ist, als er ermordet worden ist und so. Ja, ist gestorben und dass da in der Stadt geht, das, die haben ja keine Zeitungen, die Leute. Sie haben ja noch keine obligatorische Schulpflicht. Mhm. Aber sie sagen, also sie sagen es der Regierung, 75% gehen sie nicht freiwillig. Ach, da haben Sie denn offizielle Kontakt gehabt, oder? Ja, keine offizielle, gar keine, da bin ich froh. Aber also wenn die interessant sind, wir waren in einer Schule, in der Dorfschule. Natürlich sehr einfach, da sitzen auf der Wiese, oder? Und lehren. Aber lustig, sie haben so Steine mit Englischwörtern drauf, und dann die Kinder schauen, da ist der Yes, und da ist der No, und da ist To Sleep, und so, oder? Also sie lehren schon wieder etwas. Aber natürlich einfach, das ist auch wahrscheinlich schwierig. Und in der Stadt, da hat es mehr, jetzt auch Auto und so weiter, da sind wahrscheinlich auch ein paar reichere Leute, aber auch viel Armut. Und in der Stadt spürt man ja die Armut immer mehr. Und also für mich war es eine grosse Bereicherung gewesen. Und ich denke immer, was könnte man machen wirtschaftlich? Das Land brechen wir her. Wenn man eine Wirtschaftsordnung macht, dass man zur Marktwirtschaft übergibt, oder? Dass man die Leute in die Eigenverantwortung gibt, das könnte die Eigeninitiativen empfangen. Aber nicht, dass ich finde, wir sollten das denen bringen, die muss man machen lassen. Also Entwicklungshilfe, da wird ja viel gemacht, aber da nützt nichts. Also ein gutes Beispiel habe ich gesehen, die Weltbank. Mhm. Die hat ja gemerkt, das sind Kleinbetriebe, oder? Mhm. Jetzt haben die einfach an einem Ort einen Haufen Leute zum Teufel gejagt, wo der gewohnt hat. Die Hütten sind abgerissen, sie wohnen ja schön so in Strohhütten innen. Also es sind auch Steinhäuser, aber es sind auch viele Strohhäuser. Und nachher haben sie grosse Felder bekommen, oder? Und dann sind die Traktoren gekommen, nach amerikanischem Stil, mit Decken, die 8 Meter breit sind, oder? Und dann hat er gesagt, so, das ist jetzt rationelle Landwirtschaft. Aber keiner hat gefragt, was machen wir jetzt mit diesen umgesiedelten Bauern da? Die können ja gar nicht arbeiten, es hat ja keine Fabrik und nichts. Jetzt sind die sind verwahrlost, oder? Mhm. Das ist eben, wenn da so gross kurzes Zeug gemacht wird, der Weltbank, wo viel weg wird, die Idee ist ja nicht schlecht, wir machen ein grosses Feld und können wir rationell bewirtschaften. Ja, das ist ein guter Wille dahinter, ja, aber das ist nicht durchdenken. Ich war ganz erstaunt, als ich so einen Traktor gesehen mit so einer Maschine. Was ist denn da jetzt los? Da muss man aufpassen. Es ist auch so, die sind sehr stark verwurzelt, das muss man dann aufpassen. Wenn man die rausnimmt, die besseren Verhältnisse. Ich hatte ein gutes Erlebnis gehabt. Ich nehme immer Bücher mit zum Lesen. Ich habe damals mitgenommen als Heidi. Heidi, haben Sie erzählt? Jawohl, ja. Haben Sie es durchgelesen, oder? Ja, ganz durchgelesen. Schön war, immer zur Nacht hatte ich Zeit, ich stand dann 2 Stunden auf. Aber wir hatten natürlich nur 1 Zimmer, nicht 2. Also nicht wie in Nordkorea, wo Sie noch in Badwanne können lesen. Ja, da bin ich jetzt auf die Toilette geguckt, einfach. Also haben Sie eine Karte? Ja, ja. Und kann ein Türchen drauf und lesen 2 Stunden. Ja, mit der Taschenlampe. Aber und ich habe es ja mitgenommen, weil ich einmal wollte wissen, warum hat das Buch so eine wahnsinnige Verbreitung auf der Welt? Weil ich vorher nicht gelesen habe, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass das Buch, das neben der Bibel am meisten übersetzt worden sei. Mhm. Und die grösste Auflage auf der Welt. Da muss ja etwas drin sein, oder? Und ich habe es nur als Kind gelesen. Wenn man das erwachsen liest, ist es natürlich noch viel anders. Und es gibt jetzt einen neuen Film. Mit Bruno Ganz, ja. Mit Bruno Ganz in der Rolle von Malpö. Da freue ich mich sehr drauf. Und da habe ich so viele Parallelen gesehen, dass Heidi
der Johanna Spiri, ihrem Buch, ist ja ein Waisenkind. Mhm. Und zwar aus schwierigen Verhältnissen, also elterlich schwierig. Und die Schwester von der Mutter sagt, jetzt geben wir das dem Grossvater. Der ist nämlich selber die Schuld, der Grossvater von dem Kind. Der hat einen unehelichen Sohn gezeugt. Er war in Italien im Kriegsdienst. Das hat dann ein unehrliches Kind gegeben, da, oder? Und jetzt ist es schwierig und der Vater ist gestorben und weiss ich was. Und dann schickt man das zum Grossvater Alphöhe in die Alpen. Also in primitive Verhältnisse, oder? Und nicht ganz so primitiv sind wie in Äthiopien, aber ein bisschen vergleichbar. Und das Kind musste aufs Heu schlafen. Mit grosser Begeisterung ist es gegangen. Oder? Es wird dann verherrlicht, die Armut. Aber das habe ich auch gesehen in Äthiopien, wie die Kinder, die Kleinen, in diesem Dreck hinein. Ah, da müssen wir dann keins rausnehmen. Die hängen so zusammen und aneinander in dieser archaischen Gegend. Und man tut dann das Heidi auf Frankfurt. In den allerbesten Haushalt. Und geht um gut. Es kommt alles über, was man braucht und hat. Und es stirbt ja schier vor Heimweh, oder? Am Schluss muss man es ja auf die Alp schicken, weil der Arzt sagt, das Kind mag gerade ab, ist gleich und so. Also die Verpflanzung in eine wieder primitive Sorte, das hat die Weltbank eben nicht gemerkt, wo sie die Bauern rausgeht aus dem Verhältnis. Das kann man ja gut meinen, aber das ist keine Lösung. Und die sind dort aufgewachsen und sehen die Heim. Also Leute verpflanzen, das ist etwas wahnsinnig Problematisches. Haben Sie jetzt frage den Politiker, haben Sie jetzt bezüglich der Flüchtlingspolitik Ihre Meinung geändert? Wir haben im Vorfeld immer gesagt, bei einer Reise kommen Sie vielleicht noch. Haben Ihre Gegner immer gesagt, kommen Sie einen anderen Eindruck über vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also Äthiopien haben wir ja nicht viel da. Flüchtlinge. Eritrea hat im Nachbarland. Eritrea, das bin ich ja nicht hingekommen. Das ist nie, leider nicht gegangen. Haben Sie es versucht eigentlich? Ja, wir sind an der Grenze gewesen, aber die ist so absolut zu. Vielleicht wäre es gegangen, wenn ich offiziell gesagt hätte, ich besuche die Regierung. Das kann sein. Aber das nützt mir nichts. Das ist ja die Kommission, ich glaube auch vom Nationalrat. Das war die. Sie müssen raus. Das ist wie wenn einer sagt, jetzt gehe ich in die Schweiz und mache einen Besuch bei den Bundesbeamten in Bern im Bundeshaus. Und dann geht er wieder heim. Der kennt doch die Schweiz nicht. Das ist doch nicht die Schweiz. Das ist Bürokratie da oben und die sagen auch, ja, wissen Sie, das offizielle Zeug. Der müsste raus an die verschiedenen Orte und hinschauen. Und das interessiert mich. Dann sehen Sie, wie es lebt. Aber es ist den Leuten natürlich, muss man es einfach zumuten, dort sein. Also aus Äthiopien wegen der Armut. Können die Leute nicht, sie sind halt arm. Jetzt gut, wenn sie würden verhungern, wäre es ja wahrscheinlich anders. Aber also das... Es hätte ja die Hungersnöte nicht gegeben. Ja, die muss ich, wo das ist ja tragisch. In den 80er, ja. Das hat ja am heißen Lass dann das Knick gebrochen. Ja. Das war ja auch ein typisches Beispiel gewesen. Der hatte so eine zentralistische Regierung gehabt, dass der gar nicht gemerkt hat, dass die Leute sterben wegen der Dürre, oder? Und was alle haben ihm nicht gesagt. Und nachdem er es gehört hat, dass er so sei, hat er ja Geld verteilt über die Vasallen und die haben seinen eigenen Sack genommen. Also man kommt natürlich auch eine Lehre über, was das heisst, Zentralismus, oder? Und Eritrea ist ja die Sache einfach. Eritrea hat eine Milizarmee. Äthiopien hat eine Berufsarmee, oder? Das ist ja nicht so, dass man die Leute zwingt in die Armee, das ist eine freiwillige Armee. Aber Eritrea hat eine Milizarmee wie wir, da müssen halt die Leute gehen. Und wenn sie nicht gehen, werden sie gestraft und scheinbar, das sagt man da in Bern, einfach sehr hart, oder? Also, heisst nicht mehr, 3 Jahre in Kisten oder weiss ich was. Aber wir wollen halt in Dienst, es ist ja jetzt kein Krieg. Es ist kein Krieg jetzt. Aber das Verhältnis ist natürlich gespannt, weil die Sezession ist natürlich da. Die Äthiopien hat sich abgetrennt von,
Oder der Eritrea hat sich abgetrennt vom Ding. Und da ist natürlich ein spannendes Verhältnis. Nein. Also mit der Flüchtlingspolitik in Eritrea hat mich das schon Wunder genommen, ob das so schlimm sei. Wir haben die Äthiopien gesagt, das sei nicht wahr, dass das so schlimm sei, dort hinten und so. Aber das ist natürlich ein Findverhältnis, oder? Jetzt sind Sie zurückgekommen. Jetzt sind Sie 3 Wochen weg gewesen. Ja. Haben Sie eigentlich mitbekommen, wo in der Schweiz läuft? Nein, ich habe nicht mitbekommen. Also ich habe in die Woche ein kleines Bericht bekommen, schriftlich, über die wichtigen Sachen. Da ist also nicht viel gelaufen. Aber ich habe ja müssen, vor Addis Abeba sind wir über Frankfurt in die Schweiz gelaufen. Da haben wir in Frankfurt etwa 2 Stunden müssen warten. Das ist schon recht wirtschaftlicher Schock, eben von der Armut wieder ja, ins prosperierende Leben. Muss ich oder? Also ja. Schon wieder ein bisschen leben. Also, es ist wunderschön, das Äthiopien. Landschaftlich natürlich wunderbar. Und da hat es Orte da im Norden, wo sie weite Felder, alle da, die pflügenden Bauern haben und viel. Also das lebt natürlich wahnsinnig, die mageren Kühe zwar, aber ein Haufen Kühe und Geissen und Schafe und Hühner und Kinder. Mhm. Es sind alle 5 bis 6 Kinder, 40% der Äthiopier sind unter 15. Mhm. Unter 15, mhm. Sich mal vorstellen, was da für ein Gräbel kommt. Also das lebt, und wenn man da von Europa kommt, hat man das Gefühl, es ist, glaube ich, ausgestorben. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir haben alte Leute. Ja, gehen Sie wieder eigentlich? Wie? Gehen Sie wieder auf Äthiopien? Ja, Äthiopien wahrscheinlich nicht, aber in solche Länder. Was ist das Nächste? Gibt es noch eigentlich noch? Ja, ich wette vieles. Also Eritrea ist immer noch auf dem Programm. Ja, aber das wissen wir. Ja, ja. Und ich wette auch einmal noch in Länder, die noch mehr im Osten sind. Mongolei und so weiter. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht erzwingen. Jetzt, aber mein Erlebnis war ein lustiges, wenn sie sagen, jetzt sind sie wieder da rein gekommen. Bin ich im Kiosk in Frankfurt schauen, ob sie Zeitung hätten. Man sehnt sich dann ja noch eine Zeitung nach so langer Zeit. Dann habe ich die Sonntagszeitung und die NZZ am Sonntag sind die gelegen. Habe ich das gekauft und auf dem Titelseite der Sonntagszeitung zuerst, als ich sehe, am Titel 7 Millionen gegen Blocher. Also 7 Millionen Franken, ja. Das Komitee, wo jetzt gegen Sie, ja. Habe ich gesagt, ja. Sind Sie beleidigt, Sie ist zu wenig von der Grössenordnung, ist angemessen? Ja, ich habe gesagt, ja, wenn es nur so wenig ist, habe ich gesagt. Nein, es ist natürlich, das ist der hilflose Versuch, der da abläuft. Und da sind natürlich Leute dahinter, die zocken. Werbebüro und Politiker, die sich da wollen. Ja, aber die 7 Millionen, die jemand von denen Millionen zahlen. Ja, klar. Die kommen da die Sonne über und die sehen das Problem nicht. Das ist doch nicht das Problem vom Geld. Natürlich, wenn alle Zeitungen gegen einen sind, wie wir das viel erlebt haben, dann müssen sie Geld ausgeben, um ihre Botschaft vertreten. Aber denen ihre Botschaft, also ich habe gelesen, was wollen denn die? Da steht, man sieht die Verlogenheit schon natürlich nach einer Minute. Wir sind für die Demokratie, bin ich auch. Wir sind gegen die Abschottung, bin ich auch. Wir sind für Weltoffenheit, bin ich auch. Wir also sind ja fast für Freiheit. Als ich fertig war mit Lesen, habe ich gesagt, ja, da muss ich beitreten. Die meinen das gleich wie ich. Und dann sagen sie, aber sie sind kein Mitglied von der neuen europäischen Bewegung, weil die für den EU-Beitritt sind. Nee. Und zwar nicht, weil sie etwas gegen die haben, aber wenn man die dabei hätte, dann könnte man meinen, sie wollen in die EU. Und wenn sie die Köpfe anschauen, alle zusammen sind EU-Turbos. Die wollen alle in die EU. Und meinen, mit dem können wir das verdecken. Da können sie 100 Millionen ausgeben, das Volk merkt, dass das scherbelt. Und dann habe ich geschaut, wer da dabei ist. Also das eine ist der Hans Gwiss, der ja nicht in der Schweiz wohnt, der wohnt in Amerika. Der hat das Geld gemacht, weil er die Firma verkauft hat, die Amerikaner. Synthes. Das ist ein bäumiger Kerl, also der hat da etwas kennen sie auch, geleistet. Oder? Ja, kennen nicht so gut, aber als Industrieller natürlich noch, oder? Und der ist auch
In Amerika wird gesagt, da sind da die Hinterwelt und die wollen die Schweiz kaputt machen. Ja, da haben wir schon Geld. Wir kennen das. Und dann, das andere ist ein Wagner. Das ist auch interessant. Der ist von der Reau-Gruppe. Und da sind auch Kunststoff, Chemie sind ein bisschen verwandt. Und mit ihnen zugehen bei dem, ja. Der Vater habe ich sehr gut kennt. Der Vater hat es aufgebaut. Das ist ein Deutscher. Ich glaube, ein Bayer, soviel ich weiß, oder ein Württemberger, aber ich nicht sicher. Und den habe ich kennt beim E-Werkkampf, der war ganz auf meiner Seite. Ich habe gesagt, nein, du wolltest doch nicht zulassen, dass die Schweiz da und so weiter. Und da war ich erstaunt, dass jetzt der Sohn, der Vater ist gestorben, sind da Sohn, den kenne ich aber nicht persönlich. Meine Tochter kennt ihn. Und jetzt habe ich heute aber im Tagesanzeiger ein Porträt gelesen. Und dann dachte ich, wieso ist jetzt der da dabei? Dann sagt er, ja, jetzt hat es mir den Hut gelupft, weil man das Bankenkundengeheimnis abgeschafft hat. Und der Merz hat doch versprochen, dass man es nicht abschafft. Und jetzt bin ich so enttäuscht. Und jetzt geht er mit dem Verein, dann schaue ich die Köpfe an. Die sind die treibenden Kräfte für die Abschaffung von Bankenkundengeheimnis. Da sieht man, die sind nicht so tief drin. Wollen wir auch nicht näher und der sagt dir. Aber höchstwahrscheinlich ja, hat der Merz mit ihnen verwechselt. ja, wäre ja erklärbar, oder? Ja, kann ja noch sein. Wäre eine teure Verwechslung, oder? Und dann hat er gesagt, die Gruppe hat 16'000 Leute. Ja. Also in der Schweiz hat sie 200. Ja. Das ist also haben sie die Firma, ja. Aber ich glaube, also nach dem Porträt ist scheinbar Tollin da und er wohnt da. Und er ist wahrscheinlich jetzt auch ein Schweizer. Der Vater hat schon da gewohnt. Ja. Und freut mich, dass wir so für die Erhaltung der Schweiz sind. Aber die machen ja die Schweiz kaputt, die wollen schon die EU führen. Und ich glaube, das haben die nicht gemerkt. Das hat natürlich auch ein Werbebüro, das das alles gemacht hat. Die Fuhr und Hugi und Partner. Mhm. Das sind die gleichen, wie da Süchse gemacht haben. Das ist ein Profilierungsinstrument oder ein Profilierungsbüro für den Noser. Und die also sammeln dann Geld. Der Ständeratskandidat, ja. FDP-Kandidatur. Darum müssen Ständeratskandidat werden. Und der sammelt Geld. Nicht für ihn, sondern für den Süchse. Aber dort drin, falls es dann auf ihn abbaut. Nach so vielen Jahren kennt man alle die politischen Tricks. Aber für Abstimmungen bin ich nicht skeptisch. Sollen sie das machen? Also wenn wir gegen die antreten, mit dem Programm, gewinnen wir. Also, sind wir gespannt. Es sind jetzt 27 Minuten rum, also wir haben schon lange überzogen. Es war auch eine grosse Tour d'Horizon von Äthiopien zum Herrn Hoser. Sehr interessante Sendung gewesen. Also Sie sehen, Tele Blocher ist wieder voll dabei. Wir sind die nächste Woche natürlich wieder da. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hoffentlich noch ein paar sonnige Tage und bis bald.